Hallo und herzlich willkommen in der Chaos Kitchen 51 zu Berlin. Heute mit einem allerersten frischen Video hier aus Berlin nach meinem Abschied von Amsterdam. Und ich habe mich heute bei meinem Rezeptvideo etwas inspirieren lassen von dem Kanal Backlounge. Und bei mir wird es heute Schoko-Schweineöhrchen an Blätterteig geben. Wie dieses Rezept gleich vonstatten geht, werdet ihr nach dem Einspieler sehen. Noch ein kleiner Hinweis, ich werde euch noch 2 oder 3 Videos aus der Zeit in Amsterdam, die ich dort produziert habe, noch zeigen. Also nicht wundern, wenn ihr dann mal noch eine andere Küche sehen werdet. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß jetzt mit dem Rezeptvideo. Bleibt mir gewogen und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das am Ende des Videos tun. Ich würde mich sehr freuen, über Kommentare natürlich auch. Euer Tom. So, meine Lieben, dann legen wir gleich mal los. Was brauchen wir für unsere Schoko-Schweineöhrchen? Wir brauchen natürlich eine Schokocreme irgendeiner Marke. Also da könnt ihr euch austoben, was ihr da nehmen wollt. Billig, teuer, egal. Dann brauchen wir ein Eigelb, ein wenig Milch. In dem von mir inspirierten Video wurde Krokant benutzt. Ich benutze fein gehackte Mandeln. Und wir brauchen natürlich eine Rolle Blätterteig. So, dann legen wir gleich mal los. So, den Blätterteig haben wir jetzt hier auf einem Backblech mit etwas Backpapier ausgebreitet. Und jetzt geben wir darauf unsere Schokocreme. Da könnt ihr auch frei wählen, ob ihr da viel, wenig drauf macht. Also einfach Schokocreme auftragen. Wichtig ist und passt ein bisschen auf, wenn ihr die Schokocreme verschmiert, dass ihr euren Blätterteig nicht zu fest andrückt, dann reißt ihr nämlich kleine Löcher, also immer ein bisschen vorsichtig das ausstreichen. So, das ist jetzt genug Schokocreme für meine Verhältnisse und dann geben wir halt jetzt, anstatt Krokant, habe ich hier, wie gesagt, fein gehackte Mandeln, die geben wir dann jetzt darüber. Und jetzt rollen wir von der Seite unseren Blätterteig auf bis zur Mitte. So etwa und jetzt von der anderen Seite auch. So, nun vermischen wir das Eigelb mit etwas Milch. Und streichen jetzt unsere Blätterteig mit dem Eigelb ein. So, das machen wir von beiden Seiten. Dann geben wir noch von unseren Mandeln oder wenn ihr lieber wollt, Krokant darüber. Und anschließend wandert das Ganze in den Gefrierschrank für etwa eine halbe Stunde. So, nachdem unsere Blätterteigrolle im Gefrierfach etwa eine halbe Stunde gewesen ist, schneiden wir jetzt unsere kleinen Öhrchen. So, dann geben wir das Ganze auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. So, ihr Lieben, jetzt wandern unsere Schoko-Schweineöhrchen in den Backofen bei 180 Grad Umluft, etwa für 20 Minuten.
Na, die sehen ja ganz gut aus. Bin mal gespannt, wenn sie erkaltet sind, ob sie dann auch so gut schmecken. So, da sind sie nun, unsere leckeren Schokoschweineöhrchen mit Blätterteig. Für mein Empfinden gehört für mich dann noch ein bisschen Puderzucker drüber. Deshalb werde ich da jetzt mal ein wenig Puderzucker drüber sieben. So, meine Lieben, hier sind sie jetzt also, unsere leckeren Schoko-Schweineöhrchen an Blätterteig. Und also sie sehen eigentlich ganz lecker aus. Und ich werde das mal probieren. Lecker, super. Also jetzt gerade bei dem kalten Wetter, das Gebäck zu einer schönen Tasse Tee, super. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Gebt mir euer Feedback in die Kommentarbox. Solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, könnt ihr das jetzt auch gleich am Ende tun. Ich freue mich auf euch beim nächsten Video aus der Chaos Kitchen 51. Euer Tom.